gerade in Deutschland sind viele Leute und hier auch, aber in Deutschland auch mehr, immer so mit Sicherheit. Sie müssen irgendwie Sicherheit haben, ne? Mit Versicherung und hier versichert und da versichert. Und das habe ich irgendwie ziemlich schnell in die Tonne gekloppt. So, ja? Das war einfach für mich so, wow, was ist das für eine Sicherheit? Das ist einfach eigentlich die einzige Sicherheit, die ich wirklich habe, ist, dass ich gesund bin und dass ich mich gesund halte und dass ich tue, was ich wirklich tun will. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, dass es wirklich sicher ist. On the road, I've been away for far too long. Mein Name ist Nadja und ich lebe in unserem Dom aus Lehm mit meinen zwei Kindern in Südportugal, in Malentejo. Da ist noch nicht die letzte Schicht drauf. Letzte Winter kam recht plötzlich. Heißt, da war schon der Kalk drauf, die erste Schicht, aber das hat dann sofort drauf geregnet und es hat dann auch direkt reingeregnet. Da muss noch eine Schicht drauf, die am Ende ganz wasserdicht ist. Dafür hat es nicht gereicht und jetzt muss ich halt die Plane drauf machen. Und die muss man gut drauf machen, sonst regnet es halt auch sonst wo rein, über die Plane. Da, 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 da. Das ist wie so ein Auspackgeschenk, ne? Also wir sind hier in dem Dom, den ich gebaut habe. Ehrlich gesagt haben den der Vater meiner Kinder und ein Freund von uns vor 6 Jahren gebaut, das Gerüst. Und dann haben wir jetzt 6 Jahre lang habe ich hier mit einem Cover drüber gewohnt, auch mit so viel Möbelanteil, was jetzt drin ist. Es wurde mir echt zu anstrengend, das immer mit umzuziehen, weil wir sind bestimmt 3 oder 4 Mal damit umgezogen. Mit dem ganzen Holz und Gepäck und allem, dem Boden und allem. Und ich habe schon lange das Gefühl gehabt, jetzt reicht es. Eigentlich möchte ich gerne was im Leben haben, wo ich das Gefühl habe, es kann da einfach stehen bleiben. Ich möchte es nicht mehr mitnehmen müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich baue den Dom in Lehm. Tatsächlich gibt es fast niemanden, der irgendeinen Dom oder irgendwas in Volllehm, weil hier gibt es ja kein Dach drüber. Ne? Es ist ja einfach 100% Dach. Heißt, es ist nicht so einfach, sowas zu lehmen, weil die meisten Leute leben halt Dinge, also die Wände und alles, und machen dann ein Dach drüber. Und dann ist es auch kein Problem mit dem Lehm. Aber man muss erst mal rausfinden, wie man das alles macht, wenn man 100% Dachfläche hat. Und das war erstmal eine Challenge. Und da ich ja eben auch jemand bin, der einfach sagt, okay, ich mach's einfach, ich lege einfach los, habe ich einfach losgelegt. Ich habe den Dom hier ausgebaut. Es gibt Fotos, das will ich ja unbedingt zeigen, wie es hier aussah. Nichts war hier vorher, außer Erde. Die haben wir praktisch, das war hier nicht eben, also haben wir das erstmal versucht mit Werkzeugen, auch ohne Maschinen, Werkzeugen hier einfach gerade zu machen. Das ging nicht gut, dann haben wir da eine Mauer aufgebaut, das sieht man also auf den Fotos, hier rundherum und haben es dann mit Gravel, mit, wie heißt das, Kies aufgefüllt, da unten. Und da ist eigentlich unten drunter also einfach nur Kies.
Und dann haben wir den Boden drüber gebaut. Was auch ganz gut ist, weil ich habe schon in vielen, vielen Plattformen gelebt. Und wenn man da drunter gehen kann, dann sind da Mäuse und sonst was immer drunter. Hier ist ja einfach direkt die Steine drunter, direkt der ganze Kies drunter. So kann da eigentlich fast niemand drunter wohnen, was echt ganz cool ist. Und ist auch isoliert halt von unten auch. Ne? Im Alentejo oder in Portugal bin ich eigentlich gelandet, weil der Vater meiner Kinder in Portugal lebt. Allerdings habe ich schon 12 Jahre vorher in Spanien genauso gelebt, wie ich jetzt eigentlich auch lebe, mit meinen Pferden unterwegs. Und ich lebe das Leben so eigentlich schon seit 24 Jahren und bin damals aus Deutschland weg, weil es eigentlich zu viel geregnet hat und ich im Bus gewohnt habe und keine Lust mehr hatte, im Matsch zu stehen, und bin dann in Spanien hängen geblieben und habe dann meinen Traum angefangen zu leben. Genau, also es gab dann total viele Herausforderungen. Ne? Wie macht man die Fenster, wenn man was Rundes hat? Okay. Erst habe ich gedacht, ja, ich mache die Fenster einfach da in die Dreiecke rein, aber mach mal Dreiecksfenster. Das ist super, super schwierig. Und man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder die Fenster so einleben, wie das da ist, dann kann man sie nicht aufmachen. Aber wenn man sie aufmachen will, was man in Portugal tun sollte, ein Fenster zu haben, die man aufmachen kann, dann ist natürlich so doof in der, ne? Also ist mir irgendwann die Idee gekommen, wir machen diese Erker überall hin. Das ist natürlich auch schön noch dazu. Das war dann ganz cool. Also habe ich fast überall diese Erker jetzt drin und habe dann auch obendrauf dieses Ding gesetzt. Ne? Dieses, siehst du ja, was jetzt auch überall voll Spinnenweben ist, weil es noch nicht fertig ist. Und ja, so kommen halt die ganzen Ideen zustande. Aber es ist ja noch nicht fertig. Genau, und dann manche Wände, weil ich halt auch einfach gerne lehme und schöne kunstvolle Sachen mache, habe ich dann halt natürlich auch so gelassen, damit man da auch, naja, schöne künstlerische Sachen reinfilmen kann. Da sind Pilze, die sind schon runtergefallen. Genau so kann man das dann machen, da kann man ja alles machen. Mit dem Lehm, es gibt dann halt unglaublich viele Möglichkeiten. Deswegen haben wir hier so ein Ding hier vorgebaut, wo man halt, ich hatte immer das Gefühl, ich brauche einen Raum, wo ich die Schuhe und die Jacken und alle oder die Hunde und alles draußen bleiben kann. Genau. Es ist jetzt auch noch nicht fertig natürlich, aber das mit dem Lehm gibt einem halt unglaublich viele Möglichkeiten. Ne? Hier, das ist eine Palettenstruktur mit Paletten und mit Fensterglas. Das ist das Einzige, was hier ist. Und ein Dach drüber. Also ich habe mit 18, dann mit 19 bin ich in den Bus gezogen und habe mit einer Freundin zusammen, ich weiß gar nicht mehr genau, die hat mir so ein kleines ausgeschnittenes Papier gegeben mit einem Zirkus drauf, der mit Pferd und Wagen durch die Lande zog. Und das war so unser Ding. So, wir haben das gesehen und haben zusammen gesagt, das machen wir. Wir reisen einfach mit Pferd und Wagen los und bringen unseren Zirkus und unser Theater unter die Leute und erzählen den Leuten von unserer Mission, allen zu erzählen, dass man wirklich leben kann, was man einfach möchte, von was man träumt, dass man seine Träume leben kann. Das war der Anfang, das war die Idee. Und dann ist sie in Deutschland geblieben. Ich bin nach Portugal eben, wegen dem Winter, mit meinem Bus, mit vielen Leuten, mit vom Zirkus. Wir haben Kinderzirkus gemacht in Stuttgart und sind los. Und dann sind wir alle zusammen losgefahren und sind dann praktisch in Südspanien hängen geblieben. Und da bin ich auf den Hof gekommen mit einer Frau, einer alten Frau, die da 2 Mühlen hatte. Da habe ich mich dann verliebt und die Frau war halt so begeistert von dieser Idee, die ich hatte, und hat gesagt, mach das doch hier. Was natürlich der absolut ungünstigste Ort war, um damit anzufangen. Aber tatsächlich habe ich dann einen Wagen, einen alten Bauwagen aus Tübingen geschenkt bekommen und den runtergebracht und habe die ersten Pferde, eigentlich den ersten Esel geschenkt bekommen. Der war erst 3 Monate alt, dann das Muli, was hier auch noch ist, immer noch, der Chakabum, immer noch mit mir unterwegs. Und die Mutter von dem einen großen Pferd, was hier auch ist, der Sua, die Tiowe, das war mein erstes Pferd, mein erstes Einhorn. Und mit denen habe ich dann angefangen, da unten im Südspanien meinen Traum anzufangen zu leben. Völlig absurd in der Wüste, aber es war dann der Anfang von allem. Und seitdem lebe ich in einer Herde von Pferden, immer mit diesem Traum, mit den Pferden zusammen zu sein, mit denen zu reisen. Wir sind dann durch ganz Spanien gereist. Wir wollten wieder zurück nach Österreich, sind mit den Pferden durch ganz Spanien gelaufen, geritten, haben ziemlich große, wundervolle Reisen gemacht. Von Andalusien bis in die Pyrenäen sind wir gereist. Immer mit Zirkus auch, immer auf der Straße gewesen, Sachen gemacht. Hatten teilweise auch einen kleinen Wagen dabei.
mit meinen zwei Kindern, die sind 12 und 8, Irene und Lua. Hier oben, hier schlafen wir. Genau, ist natürlich auch alles noch nicht fertig, deswegen fällt auch oft irgendwie Lehm oder Erde hier ins Bett. Deswegen muss man hier eigentlich recht oft aufräumen, was ich natürlich nicht immer tue. Natürlich mega viel zu tun ist. Und die Spinnen, die könnte man auch jeden Tag, kann man denen zugucken beim Spinnenweben spannen. Das ist ganz interessant, allerdings, naja, ich hätte es schon gern fertig und schön. Aber es geht halt alles nur so schnell, wie es halt geht. Mit 2 Kindern und 8 Pferden. Deswegen, der Dom ist ja schon recht luxuriös, so für unser Eins, ne? Ist schon recht groß. Aber ich würde mir auf jeden Fall auch mal gönnen in meinem Leben, meinen eigenen Workshop zu haben, juhu, wo ich meine Puppen machen kann, wo ich mein Breastwork machen kann. Und da steht er. Kann ich euch zeigen. Da hängt jetzt hier das drauf. Ich will einfach nur mal zeigen, wie das halt einfach die Grundstruktur aussieht von so einem Dom. Weil die baue ich ja mittlerweile auch selber und gebe auch Workshops im Dome bauen. Ist ja die stabilste Struktur, die es gibt tatsächlich. Die kann jedes Erdbeben ab. Mit Lehm geht der Lehm wahrscheinlich runter, aber die Struktur bleibt stehen. Und so sieht es aus ohne. Das ist jetzt ein 5-Meter-Dom. Der steht hier jetzt wirklich auch schon den ganzen Winter ohne Plane und er hält trotzdem noch. Sogar der Lehm, den wir schon dran gelehmt haben mit dem Workshop, hält auch komischerweise immer noch. Und wenn der fertig ist, hier der Raum, dann ist es mein Raum. Ich würde gerne einen Raum kreieren, der echt leer ist. Und natürlich, das wird schwierig werden, was beides zusammenzubringen, weil tatsächlich würde ich gerne auch meine Puppen hier machen können, also als Werkstatt benutzen. Also vielleicht werde ich einen Teil so ein bisschen schön kreieren, wo ich meine Werkstatt machen kann, meine Puppen und alles. Und dann einen Teil, wo ich einfach nur einen schönen Raum habe, wo ich meine Breathwork-Sessions machen kann. Dieser Raum, der wird einfach magisch werden. Magisch in jeglicher Hinsicht. So, I'm gonna present you now my dear friend João from Portugal. João, come on, come on. Hola, bon dia, je m'appelle... Em português. Me chamo João. João a cenoura. Já estava em França, me custou não tanto, porque quase acabei uma sopa. I was quase ending up in a Zuba, and then he rescued me. And we went together to this nice family. Here we are together. Sim, ça suffit. Ça c'est quoi ça? Ja, die Puppen, ja, die begleiten mich schon sehr lange. Als ich zum ersten Mal nach Spanien gefahren bin mit meinem Bus, da war ich dann irgendwie, glaube ich, 22, bin ich in Barcelona bei einer Freundin hängen geblieben, die da in der Zirkusschule war. Und da hat so ein Spanier da einen Workshop angeboten, wie man Handpuppen schneidet aus Schaumstoff. Und das hat bei mir einfach reingekickt. Das war für mich so, wow. Ich habe vorher schon viel Puppentheater in Schulen gespielt mit so einer Company. Das war schon richtig schön. Ich habe immer schon viel Theater gemacht und Puppen gespielt und Clown und so. Und da habe ich dann meine erste Puppe gemacht und das habe ich dann immer weiter gemacht. Also habe ich bestimmt schon 400 Puppen gemacht, habe eine Zeit lang davon gelebt, hatte dann in Katalonien einen kleinen Wagen, der vom Pferd gezogen wurde und hinten drin war ein Puppentheater drin, das ich da reingeschnitten habe. Und jetzt baue ich ja meinen kleinen Dom, um endlich da irgendwie auch einen Platz zu haben, wo ich nur die Puppen machen kann. Das freut mich auch total, endlich einen Workshop zu haben. Weil im Moment war das jetzt seit einem Jahr oder so, oder seit 2 Jahren habe ich gar keine Puppen mehr gemacht. Nur noch einen Drachen habe ich mal jetzt für unsere Kinder hier im Projekt gemacht. Aber ansonsten habe ich gar nicht mehr viel Puppen gemacht, weil ich die ganze Zeit am Bauen bin und ich habe genug zu tun. Also, es macht aber super Spaß, mir immer noch die Puppen zu kreieren, weil man halt auch alle Freiheiten hat im Schaumstoff. Du kannst recht schnell schneiden im Schaumstoff. Wenn du einmal im Kopf hast, kann auch recht gut zeichnen. Also habe ich eigentlich immer im Kopf, wie irgendwas aussieht. Du brauchst eine Idee davon und dann kann man loslegen. Legen wir mal hier durch. Guck mal. Das ist ein Teebaum. Also alles, was hier ist, habe ich gepflanzt. Hier war ein trockener Hang von Korkeichenhang, eine Plantage, glaube ich, eine alte. Das ist ein Teebaum zum Beispiel, vom Teebaumöl. Das musst du nachher mal riechen, ist mega abgefahren. Wachsen hier super gut. Das wird mal das Kinderzimmer. Es ist Plastik, nicht so schön, aber das ist auch nochmal ein 4,5 Meter Dom. Weil als wir hier oben ankamen, hatte ich hier ein Zelt stehen und den Wohnwagen und sonst hatten wir noch nichts aufgebaut.
Und zum ersten Mal nach, weiß ich nicht, 20 Jahren in meinem Leben, 21 Jahren, habe ich gedacht, so, ich kaufe mir mal einen Kühlschrank. Dann habe ich den Kühlschrank gekauft und habe den hier auf eine Palette gestellt. Und vorher hatte ich ehrlich gesagt noch nie was in Lehm gebaut, weil ich immer nur im Wagen gelebt habe und so. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt steht der Kühlschrank hier in der Sonne. Ich habe eine fette Solaranlage, also Strom war alles da. Und dann habe ich gedacht, okay, dann baue ich halt eine Küche drumherum. Und das ist die Küche geworden. Und da habe ich mehr oder weniger, da habe ich dann einfach geübt an der Küche, wie man das so macht mit dem Lehm und der Mischung und allem. Die ist auch uns fast umgefallen hier, wie man sieht, ist alles total schief. Die geilste, schiefste Küche, die ich kenne. Vor allem dieses Brett hier bei mir merke, dieses ist unglaublich originell. Ich weiß nicht, was uns dabei eingefallen ist, aber es ist halt jetzt so. Genau, jetzt fällt sie nicht mehr um, ist alles gut. Aber die wird jetzt auch noch kaum noch benutzt, deswegen ist jetzt hier nicht so schön aufgeräumt und sieht halt so aus, wie es aussieht. Und da muss ja auch noch eigentlich der Kalk drauf. Die ist ja jetzt auch ganz roh. Also guck, jetzt gehen wir zum Kompostklo, unserem Kompostklo. Schon feines Mäuschen. Das ist Anthony, darf ich vorstellen? Guck mal, wo ist der? Anthony Hopkins. Der ist ausgeschlüpft bei meinem Huhn. Das haben wir jetzt noch nicht gefilmt. Wir haben ganz viele Hühner, aber hier ist ein Huhn. Das ist ein Special-Huhn. Und das hat diesen feinen Enterich ausgebrütet. Und der lebt jetzt halt mit uns, weil das Huhn kann sich nicht um den kümmern, weil das geht ja nicht schwimmen, das Huhn und so. Und deswegen ist er bei uns. Der Feine. Der zieht dann ein. So. So, hier ist unser Klo. Guck mal. Das soll eigentlich noch hier überdacht werden. Aber die Technik ist cool. Die Technik ist nämlich so, dass hier einfach vier Paletten zusammengeschraubt wurden, eine oben drauf. Und dadurch, dass man, ich bin nicht so der Fan von Eimer in der Gegend rumtragen und verbuddeln, mag ich nicht so gern. Das ist zeitaufwendig und stinkig. Deswegen ist es eine gute Lösung, weil hier kann sich alle, wie drückt man das gut aus für alle, alles was man so ausscheidet, kann hier verkompostieren mit vier Blättern und allem möglichen Zeug. Und dann wird, wenn es voll ist, noch eins hier daneben gebaut, genau dasselbe. Und dann kann man das schon rausholen nach einem Jahr ungefähr. Und hinten ist eine Palette, die ist lose zum Aufmachen. Der Rest ist verlehmt gewesen, wird noch wieder verlehmt werden und wird auch noch ein Dach drüber kommen. Und dann kann man den anderen benutzen. Also kann man die beiden abwechseln. Das ist meine Technik, weil ich habe keine Lust, die Arbeit zu haben mit dem Klo. Ja, ich bin ja in Deutschland abgemeldet schon lange. Krieg eigentlich nirgendwoher, außer der Vater von den Kindern zahlt ein bisschen. Und muss mir halt immer überlegen, ich bin da echt recht fit drin, auch einfach immer zu überlegen, woher kommt das Geld. Da gibt es immer Phasen. Also letztes Jahr habe ich das ganze Jahr Brot gebacken und habe auf Märkten hier verkauft. Ich kenne halt auch verdammt viele Leute und ich mache gutes Brot. Dann habe ich einen Pizzastand gehabt, jetzt von einer Freundin einen Ofen ausgeliehen, so einen transportablen Ofen. Habe dann so eine kleine Pizzeria überall aufgebaut, an Plätzen, wo normal keiner aufbaut oder auf Märkten hier. Das ist hier super cool in Portugal, da brauchst du keine Genehmigung, Essen zu verkaufen und so. Du kannst einfach verkaufen, was du willst. Das ist schon sehr geil, muss man sagen. Also meine Mutter hat mich einmal besucht, sagt, wie kann das sein, dass hier alle Leute ihr Essen einfach so verkaufen? Ja, das geht in Deutschland gar nicht, ne? Das ist halt cool. Und insgesamt habe ich von so vielen Sachen gelebt schon. Ich habe früher viel Workshops gegeben, Clown-Workshop, Improvisations-Workshops. Habe viel auch Pferde trainiert von anderen Leuten, die Probleme hatten mit ihren Pferden. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die ich schon gemacht habe. Ich weiß gar nicht, Trommeln gebastelt, verkauft, viel Schmuck gemacht, irgendwie Lederzeugs. Ich kann ziemlich viel aus Leder herstellen und ja, alles Mögliche. Und jetzt habe ich letzten Herbst angefangen, Breastwork-Ausbildung zu machen. Und habe die auch schon fertig. Das war nur 10 Wochen Online-Ausbildung. Tatsächlich, weil ich habe Asthma, seit ich 3 Jahre alt bin. Und habe die ganze Zeit schon einen Weg versucht zu finden, wo ich meine Gaben, die ich eben habe, irgendwie an die Menschen bringen kann, aber im Ganzen so. Das wollte ich jetzt einfach irgendwie auch weitergeben.
Und deswegen habe ich viel rumgeguckt, wie machen das auch andere Leute und so, und bin dann auf diese Art von Breathwork gestoßen. Transformational Breathwork heißt es. Und habe von denen eben so eine Demo-Session bekommen, als E-Mail, und habe die gemacht und habe gedacht, wow, das ist, was alles vereint, was ich mache eigentlich. Und so abgefahrenes Resultat daraus gehabt für mich, wo ich ja auch schon tausend Sachen, ich mache so viele Sachen, wenn du mit Energie arbeitest. Aber das war irgendwie so dieses, wow, das bringt einfach auf den Punkt, ja, so was ich so in die Welt tragen möchte. Guck, das hier ist auch eins der Häuser, der Chesi, der wohnt hier auf dem Land, der baut die. Normalerweise sollte man keine solchen Dinge drin haben, aber in dem Fall war das Holz zu schwach, was da oben verwendet wurde. Und ja, das verwenden wir für die Kinder. Oder es ist unser, eigentlich ist es unser Haus, wo wir halt Arts and Crafts, heißt auf Deutsch, einfach kreativ sein können. Aber hier sind halt auch die Kinder, die im Projekt sind, immer drin. Da steht Computer für die und Nähmaschine. Hier ist 3 Tage die Woche, haben wir hier ein Projekt auf dem Land für die Kinder, die Homeschooling machen. Für Kinder, die nicht in die normale öffentliche Schule gehen. Und die kommen hier, es haben ungefähr 40 Kinder im Projekt, manchmal auch 50. Die aus hier aus der Umgebung von 2 Jahren, wir haben eine Kindergartengruppe von 2 bis 16. Also die Kindergartengruppe ist nicht von 2 bis 16, sondern die Gruppe über 2 bis 6 und dann nochmal von 6 bis 10 und dann nochmal von 10 bis 16. Und die sind hier alle halt 3 Tage die Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und dann machen wir mit denen alle möglichen schönen Sachen. Die lernen tatsächlich auch viel Schreiben, Lesen, Mathe und so weiter auf eine ziemlich schöne Art und Weise. Und das hier ist sowas wie unser, nicht wirklich unser Schulhaus, ist unser Arts and Crafts Haus, wo die halt einfach artistische Sachen machen. Die haben hier ganz viel Leder, Stoffe, alle möglichen Werkzeuge, um Holzsachen zu machen und so. Und wir haben dann immer verschiedene, wir laden immer verschiedene Workshop-Leiter ein und die machen dann mit denen irgendwelche schönen Sachen, wie Schnitzen, Sachen bauen, Spiele bauen, alle möglichen Sachen. Sport, die haben Capoeira, die haben viele verschiedene Sportsachen. Ich mache mit den Pferdeflüstern, natürlich mit den Pferden. Und ja, Zirkus machen wir ganz viel im Dom oben. Also komm, wir gehen aufs Klo. Hier ist die Dusche. Unsere Kommendusche und unser Kommenklo. So, guck, da steht es auch dran. Falls man nicht weiß, was das hier auf sich hat. Genau, hier haben wir eine Waschmaschine mit ganz normalem Strom tatsächlich auch. Hier ist das Klo, das ist eben so ein anderes System, wo man halt den Eimer mal umherschleppen muss, was echt nicht mein Ding ist. Deswegen bin ich auch nie hier auf dem Klo. Aber für die Kinder ist es ganz cool hier, ein Klo zu haben, und hier ist die Dusche. Wir sind nicht ganz Wasser weg, aber hier haben ja alle Länder fast Bohrlöcher. Nicht das Tollste ist in meinen Augen, Löcher in die Erde zu bohren, wo man halt es braucht. Aber tatsächlich könnten wir alle wahrscheinlich gar nicht überleben. Die meisten von uns würden hier gar nicht überleben können ohne Wasser und ohne die Bohrlöcher. So habe ich mich hier auf diesem Land, das war schon da, das Bohrloch, damit angefreundet, weil tatsächlich hätte ich da oben nicht so ein Paradies schaffen können, wenn wir nicht das Wasser hätten. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man das wieder zurückgibt, ne, also es kommt ja von hier unten hoch und kommt dann oben wieder rein und dadurch wird alles immer grüner und wird tatsächlich immer mehr Feuchtigkeit hier gehalten, und das am Ende macht das ja auch wieder mehr Grundwasser. Deswegen denke ich, es ist im Kreislauf und es ist halt so. Tatsächlich dieses Jahr hat so viel geregnet, deswegen ist auch alles so unglaublich grün und so viel bewachsen, das ist nicht jedes Jahr so. Und der See war zum Beispiel jetzt letzten Sommer komplett leer und diesen Sommer hat es wieder völlig voll gemacht. Deswegen könnten wir wahrscheinlich auch Wasser aus dem See abzapfen in der Zukunft. Wir haben auch 2 Brunnen. Aber wir nehmen im Moment meistens das Wasser aus dem Bohrloch. Seit 3 Jahren sind wir auf einem Land von, das hat ein israelisches Pärchen gekauft oder eine Familie. Und die sind einfach der Hammer. Die sind einfach die besten Landbesitzer, die man sich vorstellen kann. Aber wir haben halt, die haben halt nie dieses Gefühl gehabt, wir suchen jetzt eine Gemeinschaft, oder, sondern die haben allen gesagt, die haben eine mega Idee dahinter gehabt am Ende. Die wollen einfach nur mit Leuten zusammenleben. Und deswegen, um nicht in dieses Gemeinschaftsding reinzukommen und diese Idee, wow, ihr müsst alle machen, was wir wollen,
haben die sich gesagt, okay, ihr könnt hier einfach zur Miete wohnen. Also zahlen wir jetzt praktisch alle 50 Euro und jeder kann sich seinen Platz so machen, wie er möchte. Die 50 Euro sind symbolisch, weil die sagen einfach nur, hey, du bist frei, du bist zur Miete hier, du kannst machen, was du willst. Und wenn wir zusammenkommen, kommen wir zusammen, weil wir uns lieben und weil wir Bock haben, zusammen Pizza zu essen am Abend. Wir machen im Ofen in der Gemeinschaftsküche Pizza. Auch alle Gemeinschaftsstrukturen wurde nie erwartet von irgendeinem von uns, dass wir die zusammen machen. Hallo Dario, mein Feiner. Wurde einfach nie erwartet von irgendjemandem. Oder es wird nie erwartet, hey, du musst da mitmachen. Resi und Kamit machen, was sie machen. Freuen sich, wenn wir mithelfen, wenn wir es alle zusammen machen. Und wenn wir es nicht tun, dann ist auch okay. Wir haben dann selbstgebauten Pizzaofen. Den hab ich gemacht. Den Ofen nicht, aber den Drachen drauf. Den Ofen habe ich mitgebaut. Wir haben da alle zusammengebaut. Ja. Ja. Genau, als wir die Küche gemacht haben, hat der Chesi mit Laser ausprobiert, wie es wäre, wenn der See so hoch ist, dass der bis zur Küche geht. Weil das war natürlich hier, als wir hier ankamen, war das hier nichts, ne? Es war so ein Hügel wie hier. Und der Chesi hat also mit der Hand ausgegraben und die Steine von überall da drüben hierher gebracht und diese Terrasse hier daraus gemacht. Das war eine Heidenarbeit. Er hat drei Wochen lang nur Steine geschleppt. Cäsar, ihr Feinen. Na? Ja, hallo, ihr Feinen. Also, die Pferde stehen normalerweise bei uns, wo wir vorhin gefilmt haben. Aber da jetzt hier so viel Gras ist und hier gerade ein Festival an unserem Fluss ist, hier in Santa Clara, habe ich die gefragt, ob die Pferde da stehen können. Und das konnten sie dann. Das Ding war aber, dass jetzt das Festival ist und die da alles kaputt machen. Deswegen haben wir sie jetzt hierher gebracht. Und jetzt stehen sie hier und ich schlafe hier bei denen im Zelt mit den Kindern. Einfach weil es auch schön ist. Hier hat es voll viel Gras und hier ist gut. Hm? Ja, voll. Ist ja richtig ein Pferdetreffen, voll geil. Ah, voll cool. Das sieht so schön aus. Der liebt Baden. Er liebt Baden. Und dann kann man auch auf denen drauf sitzen, wenn die baden. Und da geht es gleich rüber. Tayo, Tayo! Tayo, bleib mal hier, komm. Ja, schwimm mal nach da vorne. Und der auch, alles super. Meine Arbeit mit den Pferden ist auch nicht mit den Reiten. Ich gehe auf jeden Fall auch reiten. Ich liebe Reiten, keine Frage. Ich habe auch nie, seit 24 Jahren habe ich kein Gebiss gebraucht. Habe immer in einer Herde von Pferden. Klar ist manchmal wild und abenteuerlich, aber am Ende nie irgendwelche Dinge an den Pferden dran, die dazu zwingen, irgendwas zu tun. Also ich rede mit denen completely so. Körpersprache und einfach mit meinem Geist oder wie auch immer man das sagen soll, telepathisch. Und habe jetzt gesehen, was einen Einfluss das hat, wenn man mit den Pferden atmet zusammen. Oder wenn die Menschen atmen, oder die Kinder in dem Fall, und ich auch, und dann mit den Pferden bin. Das gibt eine unglaubliche Kombination. Und da habe ich mir gedacht, wow, ich würde total gern einfach Retreats anbieten, wo ich mit den Leuten Breathwork mache. Oder mit den Leuten Atemübungen und auch verschiedene andere Übungen noch mache. Ich mache auch noch so Bladian Lightwork, was auch super abgefahren ist, wo man seine Aura reinigt und sich wirklich, wirklich verbindet mit der Erde. Und da gibt es ganz verschiedene Übungen. Einfach das alles zusammen mit Leuten da machen, 3 Tage lang. Und sie immer, wenn dann geatmet wurde oder sie auf diesen Atemreisen waren, dann mit den Pferden zusammen zu sein.
Da schwimmen wir hin. Na, schwimm mit der Lucy mit. Na komm, schwimm mit. Ihr müsst sie abholen. Hopp. Schwimm mit. Ja. So. Mal noch weiter schwimmen. Oh, you need to come closer, Lucy. No, now she enjoys it. Kommt auf. Na kommt. Hopp. Kommt. Na komm. Na komm auf. Komm. Juhu. Hopp. Also folg einfach deinem Herzen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste und das war auch schon immer das, was ich so mit meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich bin eigentlich immer meinem Herzen hinterher, was mich natürlich manchmal in Probleme verstrickt, weil mein Kopf da nicht gut gedacht hat darüber nach oder so. Aber eigentlich, ich glaube, wenn ich das ganze Leben so überdacht hätte, hätte ich das niemals gemacht. Deswegen einfach machen, losgehen und auch daran glauben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach an seinen Traum zu glauben und loszugehen. Und auch nicht zu warten auf, oh, ich brauche erst Geld dafür, oh, ich brauche erst das und das. Natürlich super convenient, Geld zu haben dafür, ja. Aber dann macht man es halt auch nie. Oder zu warten, hey, wenn ich mal rente, die Leute sind ja alle auf... Das bringt alles nichts. Du musst einfach losgehen und es machen. I was looking to belong.